Niedrigste, erfolgsversprechender und was meistens besser funktioniert, ist das Fließende. Das heißt, der gleiche Takt. Das heißt, ihr kommt sofort hinterher, ihr macht diese Pause nicht. Das heißt, 1, 2, 3, sofort hinterher. Das ist so ein vom Ebenengesetz auch ganz gut umzusetzen, später auch zum Leber. Dann macht ihr das ja gleich. Geht ja genauso schnell vor. Das heißt, versucht beide Modus. Einmal, zwei schnelle, kurz warten und dann mit Kraft den einen nachsetzen. Und das andere ist der Fließende. Und wieder Deckung. Position, wo ihr ihn so fixiert habt. Und vielerfach geht ihr rein in den Kampf und habt schnell mal so eine Position, dass einer, dass ihr so in diesem wechselseitigen Wind steigt. Was der könnt ihr auch natürlich sehr gut arbeiten. Ihr könnt versuchen, den Wechsel einzuleiten. Ja, das kann man praktisch schön mehr machen. Wichtig ist aber wirklich, dass ihr seinen Kopf nicht frei hat, nicht frei agieren kann, sondern versuchen, ihn zu fixieren und auch selber relativ nah ranzukommen. Aus der Position natürlich sich die Lücken erarbeiten. Wenn er jetzt mit dem Ellbogen schnell ist, dann wird er natürlich hier blocken. So, versuchen, Druck, Zug, zack, gut. Und wieder reinzugehen. Das wäre jetzt die nächste Übung. Das heißt, ihr bleibt in diesem Clinch und macht jetzt ab jetzt den Knie. Ich mache eins, er kommt mit rein, Oberschenkel rein, dann Seite, vorne. Genau, wollt ihr dieses hier beachten. Ihr könnt zwischendurch, wenn ihr wollt, auch mal wechseln. Aber wichtig, immer den Kopf fixieren. Immer über die Zeitzentrale gehen. And we're busting on out. Take the world by storm and let everyone get it on. Ist nur, wenn ihr getroffen habt, wieder nicht drüber freuen. Entweder ihr setzt vorne ab, dann müsst ihr aber irgendwas machen. Ihr seid jetzt in eurer anderen Auslage, das heißt, das müsst ihr extra trainieren. Deswegen treffen und wieder in die gute Ausgangsposition zu bringen. Treffen, zurücksetzen, wieder Startplan. Ebenfalls wichtig, nicht mit der Seite treffen. Viele haben ihre Ellbogen hier. Trefft ihr jetzt mit dem seitlichen Knie, dann habt ihr hier den Muskelansatz und könnt nach zwei Schritten selber nicht mehr laufen. Deswegen ganz wichtig, spitzes Knie direkt reinstechen. Und das Standbein zur Seite drehen, dass die Hüfte aufgeht. Ohne das habt ihr wieder 10 cm zu wenig. Das heißt, wir machen jetzt kurz bevor wir die Übung machen, nur Kniestöße. Einer hält und der andere Standbein reindrehen, wieder zurück. Genau. Das eine ist eher das Aufrechten, das andere wäre anheben und direkt gerade reinschieben. Auf der Straße ist es gefährlich, wenn ihr von unten kommt, greift ihr schnell wieder in Italien. Das ist SV-mäßig cool, aber im Regen verboten. Deswegen, in dem Fall machen wir das jetzt eher sportlich. Trefferzone im Endeffekt hier, zu der nächsten von der Ultramarken. Das heißt, zuerst einfach jeder im Anfang nur das Knie halten und mal locker 10-20 Knie schlagen. Dann gehen wir in den Zeitmodus und machen die ganze Kombination wieder auf Energie. Hohe Frequenz, hohe Schlagkraft, schnell. Trotzdem an die ganzen Einzelheiten der Übung. Der ist eh schon drin, greift gleich, der andere greift wieder her. Hier rein. Oder im Ernstfall zu die Sicht, das lassen wir heute, wir machen schön auf die Pratze. Vom Pratzen halten, einfach der hält, legt sie übereinander. Und der das Knie schützt, nicht 100%. Weil Knie eben doch sehr, sehr viel Energie hat. Wichtig für den Kniestoß, Hüfte, ganz wichtig. Nicht nur das Knie, sondern wieder die Hüfte. Vom Ablauf schön fließen. Entweder reinspringen oder wieder im Kreis. Wieder so.